Hi, grüßt euch. Bei uns ist heute der erste nennenswerte Schnee gefallen. Bin auch direkt erkältet, war ich aber vorher schon. Und ich nehme euch jetzt mal mit auf eine Schneewanderung der besonderen Art. Wir folgen heute dem längsten Denkmal Hessens. Und zwar ist das eine Bahnstrecke, die folgt von der Landeshauptstadt Wiesbaden über den Taunuskamm. Eine der steilsten, ich glaube die drittsteilste Strecke Deutschlands ohne Zahnradantrieb. Folgt dem Verlauf des kleinen Flüsschens Ahr durch das komplette sogenannte Ahrtal und endet in Diez, wo die Ahr in die Lahn fließt. Und warum laufen wir das? Erstens ist es natürlich landschaftlich schön. Viele schöne Wege führen auch direkt an den Bahnschienen entlang. Es gibt außerdem unterwegs eine ganze Reihe von, ich sag mal, Lost Places. Auf jeden Fall sehenswerte Baudenkmäler. Ein paar, die man auch nicht so unbedingt kennt. Und zu guter Letzt verbinde ich damit selbst einiges, weil ich bin praktisch als Knirps neben der Bahnstrecke aufgewachsen und auch als sie schon nicht mehr in Betrieb war, konnte ich dann samstags noch die Museumszüge fahren hören und konnte den Dampf sehen. Und deshalb ja, liegt mir persönlich auch ein bisschen was an dieser Strecke. Ich werde das in vielen Etappen machen, das sind über 50 Kilometer. Nicht jeder Abschnitt ist gleich schön, wird auch einiges auslassen. Ich würde aber sagen, wir gehen an den Anfang und starten am Bahnhof in Wiesbaden. So, wir stehen jetzt hier am Bahnhof in Wiesbaden-Dotzheim. Können hier vielleicht auch mal reinfilmen, der alte Bahnhof. Ja. Ich muss mal schauen, ob ich überhaupt aufs Gelände komme. Ich war auch schon lange nicht mehr hier. Gehen wir mal hier vorne rum. Für den eigentlichen Bahnverkehr ist die Strecke schon seit 1983 stillgelegt. Da fuhr die letzte Bahn. Aber ein paar Jahre später konnte sie dann gerettet werden. Ursprünglich sollte die ganze Strecke über die ganzen 53 Kilometer zurückgebaut werden, aber ein Verein konnte sie dann mit Hilfe von, ja, vom Land Hessen als Baudenkmal deklarieren und dementsprechend erhalten. Und ich kann mich noch erinnern, als ich 7, 8, 9 Jahre alt war, fuhren die Museumszüge immer noch jeden Samstag und Sonntag direkt bei uns hinterm Haus vorbei. Da gab es zum einen eine schöne Dampflokomotive. Und später auch noch eine Diesellok. Aber auch das ist jetzt schon etliche Jahre passé. Zeige ich euch gleich warum. Also das Bahngelände selber ist leider im Moment komplett gesperrt. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Verein ein bisschen in Schwierigkeiten steckt und keine Fahrten mehr anbietet und natürlich möglichst die Anlagen und auch die Fahrzeuge erhalten will. Da schleiche ich mich jetzt auch nicht einfach rein. Aber wir werden noch genug Bauwerke sehen. Das ist halt hier der Endbahnhof gewesen, der Touristikbahn. Es kommen leider ein paar Autos. Moment. Früher ging die Strecke allerdings noch viel weiter. Und zwar hier entlang ging dann die Anschlussstrecke noch bis zum eigentlichen Hauptbahnhof in Wiesbaden und damit halt ans eigentliche Streckennetz von dieser eher kleinen Regionalbahn. Das ist allerdings jetzt auch schon seit Jahren weiter vorne zurückgebaut. Also da ist dann nach ein paar hundert Metern Ende. Ja, und in die Richtung 53 Kilometer. Und da gehen wir jetzt mal ein Stück weiter. So, diese intensive Ausschilderung hätte man spätestens 2007 aufhängen müssen, als nämlich der erste Lastwagen dagegen gefahren ist und dementsprechend einen Schaden verursacht hat. Wurde nicht gemacht mit der Begründung, dass man sowieso über kurz oder lang die Brücke etwas höher legen will. Und just 2 Jahre später ist der nächste Laster reingeknallt. Und seitdem gilt sie als einsturzgefährdet und nicht mehr reparabel. Leider. Und das war dann mehr oder weniger auch das Ende. Denn wir befinden uns gerade mal 200 Meter vom Bahnhof entfernt. In die andere Richtung ist die Strecke, wie gesagt, schon abgebaut. Dankeschön.
In diese Richtung hätte man sie weiter betreiben können, aber dank dem Schaden ist sie seit über 10 Jahren oder seit gut 10 Jahren inzwischen endgültig passé. Naja. Verlassen wir mal die Stadt und gehen mal in etwas ruhigere Gebiete, wo die Strecke dann auch langsam landschaftlich schön wird. Wir sind jetzt gut 1,5-2 Kilometer weg vom Bahnhof und das ist jetzt der äußerste Zipfel von Wiesbaden im Nordwesten. Und hinter mir, da geht es jetzt in Richtung Taunus, den Taunuskamm, den er überwinden musste. Und da gehen wir jetzt mal weiter nach oben, dann zeige ich euch die nächste Haltestation. Spätestens ab hier wurde es dann für die Bahn auch wirklich anstrengend. Wir haben hier zwar so einen natürlichen Geländeeinschnitt, der wurde auch wirklich optimal ausgenutzt, wie ein Pass, die eiserne Hand. Genaue Höhe sage ich euch, wenn wir dort sind, steht auch an. Und er hat sich hier den natürlichen Gegebenheiten angepasst und ja, durch die Täler gewunden. Und das war wie gesagt der erste Halt außerhalb Wiesbadens. Was haben wir hier noch? Ja, Zugfahrten werden auch nicht mehr angekündigt. Wie gesagt, es ist jetzt gut 10 Jahre her, dass hier die letzte Bahn gefahren ist. Das ist auch ein Grund, warum ich das jetzt im Winter mache. Stellenweise sind die Gleise vor allen Dingen weiter oben im Wald richtig zugewuchert im Sommer. Also da kommt nicht nur kein Zug mehr durch, da ist es dann stellenweise sogar unangenehm zu laufen. So, hier haben wir noch ein bisschen Gastronomie, die ist auch noch aktiv. Ein Golfplatz. Aber wir machen uns jetzt auf den Taunus-Hauptkamm. Und da sehen wir uns gleich wieder. So langsam geht mir das Licht aus. Die Sonne geht gleich unter. Wir haben jetzt auch den absolut steilsten Teil der Strecke schon geschafft. Wir sind jetzt fast auf 420 Meter. Das war halt so das niedrigste Level, wo der Taunuskamm überwunden werden konnte. Und sind jetzt auch an einem Highlight von der ganzen Strecke, bauwerklich gesehen. Und das zeige ich euch jetzt. Die Napoleonbrücke. Wunderschön, leider auch inzwischen sehr baufällig. Aber immer noch toll anzusehen. Alles 19. Jahrhundert. Gucken wir uns ein paar Details an. So. Ja. Da sieht man auch hier, der Bahndamm liegt schon etwas tiefer. Also da wurde schon ordentlich Erde bewegt, trotz allem mit den Wellen. Aber immerhin. Drittsteilste Bahnstrecke ohne Zahnradantrieb. Und jetzt haben wir nur noch ein paar hundert Meter und dann sind wir auf dem Pass und zwar auf der Eisernen Hand. Ob ich das heute noch schaffe, vom Licht her weiß ich nicht. Müssen wir schauen. Ansonsten packen wir das in die nächste Folge. Aber ein Highlight kommt jetzt noch. Und zwar ein kleiner Lost Place. Da müssen wir noch ein paar hundert Meter weiterlaufen. Bis gleich.
bin jetzt, ich würde mal schätzen, 15 Meter unterhalb vom Bahndamm. Wo man auch. Das ist schon verdammt steil. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich dann eines Tages hier vorgestanden habe. Ja. Ich nehme an, weil wir hier in so einem Talkessel stehen, dass es für die Entwässerung gedacht war, dass der Damm nicht unterspült wird. Auf jeden Fall abenteuerlich durchzugehen. Das machen wir jetzt mal. Ich hole mir mal eine Kopflampe. Mal reingehen. Man kann bequem stehen. Das ist mal so ein Durchmesser 2 Meter, 2,5. Gehen wir mal durch. Hier wurde sicher irgendwann mal was erneuert. Das sieht nicht mehr original aus. Der Boden ist sehr uneben. Okay, da vorne kommen wir wieder raus. Geschafft. Ich mache mich wieder auf den Weg auf die andere Seite. Wie gesagt, das Licht lässt jetzt böse nach. Ich denke, für heute werden wir nicht mehr so viel machen. Wir gehen jetzt noch mal ein bisschen vor und zeige ich noch die letzte Brücke, die unter der Bundesstraße durchführt vor der Eisernen Hand. Und die Eiserne Hand selber machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Es ist inzwischen wirklich zu dunkel. Kamera macht fast keine gescheiten Bilder mehr. Das heißt, Eiserne Hand mit Bahnhof und Scheitelpunkt dann beim nächsten Mal.